So, und die nächste ist Sports Car Racing Championship. Fuji GP und Dubai Autodrome GP. Diese zwei Rennen bloß. Attacke. Ja, der Weg schaffen. Kein Thema. Training aus, Qualifying aus, Rennen. Was? 20 Minuten? Okay. Die sich. Naja, die sich heißt auch ohne Regen. Das ist vielleicht feucht von der Luftfeuchtigkeit her. Hier im Hintergrund sieht man den Mount Fuji. Oh, da müsstest du mal mit einem Crossbike, mit einem Dirtbike von oben im Schnee da runterballern, Alter. Guck dir das mal an, das ist eine gerade nach unten. Krass. Alter, sieht aber geil aus. Ja, Berge sind schon was Schönes. Ach, die Ladezeiten hier, oh Mann. Wieso dauerte 20 Minuten? Warum ist das so lang? Ich bin der letzte LMP1, der 2. Ich habe ja kein Training im Qualifying gemacht. Egal. Oh, der attackiert. Ja, egal, attackiere auch. Ey, das ist mein Teamkollege. Yo! Komm, Junge, ich halte dir den Rücken frei. Der war Erster. Verteidige deine Position. Ich arbeite hier vorne und sieh zu, dass ich dir den Rücken frei halte. An die Strecke kann ich mich kaum erinnern. Oh, Auto ging kurz quer. Minuten. Puh. Okay, das ist jetzt hier die Ultimate Championship. Schafft er 280? Ja. Er ist Fünfter, glaube ich. Hier, TEI. Sehr gut, jetzt quatscht der wenigstens nicht mehr so viel, der Renningenieur. Na, siehst ja, die sich ist halt neblig. So ein bisschen na, erhöhte Luftfeuchtigkeit. Heißt aber nicht, dass es regnet. Ui, Auto geht quer. Oh, da wollte ich ein bisschen viel. Oh, hier auch.
Na, die Kurvenkombination, da, die kann ich noch nicht so richtig vom Rhythmus her. Wann bremst du ab? Wo lenkst du ein? Wo gehst du wieder aufs Gas? Wann gehst du vom Gas runter? Das ist alles im Einklang. Aber wenn du da einen Punkt verpasst, dann stimmt der ganze Rhythmus schon nicht mehr. Das ist ja schon mal eine Vorbereitung auf diese Ausdauerrennen, die Endurance Series. Da geht eh ein Rennen wahrscheinlich eine halbe Stunde. Boah, bin ich gar kein Freund von. Das werde ich auch, glaube ich, na mal sehen, ob ich es mache oder nicht. Da, auf sowas muss ich dann wirklich Bock haben. Ausdauerrennen. Konnte man gerade den Wetterwechsel beobachten. Zack, war ist schönes Wetter. Oben die Wolkendecke. In dem Moment habe ich gerade hingeguckt. Zack, war das schön. Hartes Slicks, das ist die beste Entscheidung gewesen. Sonst hätte ich an eine Box gemusst und neue Reifen aufziehen. Dann kann ich ja die Zeit nutzen, die Viertelstunde jetzt noch, um die Strecke besser kennenzulernen. Vielleicht hilft es ja. Immer Stück für Stück an die Rundenzeit rantasten. Immer besser werden. Stück für Stück. Mal eine halbe Sekunde rausgeholt. 0,6. Na, eine halbe Sekunde, 0,591. Ah, sehr spät gebremst. Sehr weit rausgekommen. Eine 1,34,3 ist meine Bestzeit.
Sorry, war ich etwas zu schnell? Ich versuche meine Bestzeit. Also zu kämpfen. Oh, die Räder hat sich kurz durchgedreht. Haftung verloren. Schon wieder. Ah, das hat Zeit gekostet, Kacke. Mist, das ist immer die letzte Kombination da. Ja, das war ganz gut. Ah, jetzt komme ich in den Verkehr rein, da ist schon der erste. Hoffentlich halten die mich nicht auf. Nein, es hat wieder Zeit gekostet, über die Curbs hier. Ich konnte eine Sekunde rausholen, fast. Guck mal, der hat Probleme. Yes! Eine Sekunde rausgeholt. Jetzt komme ich in Verkehr. Jetzt ist mit einer Bestzeit nichts mehr zu machen. Der hat mich ja jetzt schon aufgehalten. Schnellerer Wagen nähert sich. Warum die keine blauen Flaggen kriegen? Komm innen. Sind noch 8 Minuten. Ey! Ist der einfach vor mir auf die Bremse gegangen? Aber so stark. Ja, weil er aufs Gras gefahren ist, aber trotzdem im Spiegel gucken, den rückwärtigen Verkehr beachten. Zu früh gebremst. Zu spät gebremst.
Na, mit zu viel Verkehr jetzt hier ist mit Bestzeiten hier wegen sowas. Kannst du knicken. Jörg Felgendreher. Das ist ja geiler. Ein geiler Nachname. Ey, schon wieder. Die bremsen hier alle mal vor mir. Jörg Felgendreher. Lustigen Nachnamen hast du. Ich weiß nicht, wie ich die Kurve hier optimal nehmen kann. Der fährt rüber, sehr schön. Danke. Wenn der Deutsch sprechen würde, müsste ich nicht unten immer den Text lesen. Aber das kann man leider nicht einstellen. Der spricht immer, der spricht immer Englisch. Der spricht immer Englisch in solchen Rennspielen. Viel zu langsam. Die Reifen halten gut durch. Jesse Brown. Oh, jetzt hält er mich auf hier. Na, das ist ein LMP3-Wagen. Der Alter, der will gleich Windschatten haben. Ja, aber ich fahre eine andere Klasse. Oh, hier bin ich diesmal gut reingekommen. Eine 0,1 Sekunden. Aber werde jetzt schon ausgebremst. Eine schnellste Runde konnte ich hinlegen, zwei hintereinander. Da sieht man es, Runde 6 und 7. Ah, oh, da wollte ich zu viel Mist. Hier habe ich immer noch nicht den Punkt rausgefunden, wo ich am besten beschleunigen kann, einlenken, um so schnell wie möglich den Berg hoch und die Rechtskurve zu nehmen. Teamkollege, moin. Der ist Siebter. Schade. Der ist jetzt ganz schön weit abgeschlagen, sieht man. Die sind da vorne. Die siehst du ja nicht mehr. Dem ist bestimmt irgendwas passiert.
hier weit und breit kein anderes Auto zu sehen. Die sind jetzt schon auf der Zielgeraden. Oh shit. Das schafft er im Leben nicht mehr. Nee, der Punkt ist auch kacke. Ich komme immer auf den Stück Rasen hier. Die letzte Runde. Vielleicht schaffe ich ja noch mal eine schnelle Runde, weil hier ist gerade keiner. Versuche zumindest. Zwei Sekunden oder 0,1 habe ich. Scheiße, der Punkt hier. Ah, fuck. Ja, das ist immer die Rechtskurve, die mir Zeit kostet. Scheiße. Yes. Erster. So gehört sich das. Boah, nach dem Ausdauerrennen, Alter. Kollege ist Sechster, ja. Dadurch, dass ein Rennen 20 Minuten dauert, muss ich es wieder teilen. Zwei Videos draus machen. Das ist jetzt Rennen 2 von 2. Der zweite Teil folgt zugleich.